So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Q&A-Teil. Ich wusste beim letzten Mal wieder nicht, dass es der letzte ist, bevor ich neu aufnehme. Aber ja, jetzt ist es wieder soweit. Ich werde weitermachen mit den Fragen. Ich habe noch 78 Fragen, glaube ich, über. Ja, es sind noch einige. So, der erste Kommentar, die erste Frage für heute kam von Dagi Fangirl 1. Kannst du einen Vlog machen? Vlogs habe ich schon ein paar auf dem Kanal. Und es werden auch noch weitere folgen, aber wie gesagt, es sind auch schon ein paar auf dem Kanal drauf. Dann fragt Stella Mara 8282 eine Let's Play bezogene Frage quasi. Wie man in Sims 4 den Schnee reinbringen kann, das geht über den First Snow Mod. Wie man den reinbringt, das kannst du sehen. Ich glaube, ich habe das bei dem Herbst Mod gezeigt und genauso funktioniert das auch bei dem Schnee Mod. Dann fragt Moonlight 12201, was ist dein Lieblingsanime? Ich persönlich habe sehr gerne Sword Art Online geschaut, wenn auch eigentlich eher die erste Staffel. Sehr gerne habe ich auch Maid Summer geschaut. Ah, da gab es noch einige. Sora no Otto Shimono fand ich sehr, sehr cool. To Love Ru hat mir auch sehr gut gefallen. Excel World fand ich schön. Date Alive war auch klasse. Da gibt es so einige, die mir wirklich gut gefallen. Dann schreibt SSO Lena Shadowdew. Wie bist du zu YouTube gekommen und wie bist du auf SSO gestoßen? Wie ich ursprünglich zu YouTube gekommen bin, weiß ich gar nicht mehr. Die Let's Plays, das ist eine Sache, die durch Gronkh und Sarazar quasi ausgelöst wurde, weil Fabi und ich die geschaut hatten und wir gesagt haben, wir zocken viel, Blödsinn labern dabei ist auch kein Thema. Sieht eigentlich ganz cool aus. Warum nicht auch mal ausprobieren? Das war so, wie wir zu den Let's Plays gekommen sind. Einen YouTube-Kanal habe ich aber schon lange, einen privaten habe ich schon Ewigkeiten gehabt. Da gab es noch das 1 bis 5 Sterne-Bewertungssystem auf YouTube. Und wie ich auf SSO gestoßen bin, das war, da gab es das ganz frisch gerade erst. Über Sat.1 Werbung habe ich das erste Mal gesehen. Also ich kenne das doch schon deutlich länger, als ich es gezeigt habe, muss ich sagen. Dann schreibt Gamergirl YouTube, hast du eine eigene Putzbox? Wenn ja, dazu gerne ein Video. Nein, eine eigene Putzbox habe ich nicht. Ich benutze komplett das vor Ort vorhandene Putzzeug. Kati fragt, was hältst du von Isländern? Isländer finde ich sehr, sehr cool. Sie sind super süß, sie sind fluffig und flauschig und haben trotzdem ordentlich Temperament. Und ich würde sie total gerne mal reiten, weil mich das einfach mal extrem interessieren würde, wie sich der Tölz so anfühlt. Außerdem fragt Kati, was hältst du von Gangsätteln, also in SSO und Real Life? Ich weiß nicht, was sie für einen Vorteil bieten. Ich habe keine Ahnung, was sie im echten Leben für einen Vorteil bieten. Ich habe noch nie in einem drin gesessen. Ich weiß einfach nicht, was es bringt, weil ich mich damit nie beschäftigt habe. In SSO würde ich es generell cool finden, wenn da mehr unterschiedliche Sachen ins Spiel kommen würden. Ich habe gerade einen weißen Schatten durch mein Handy an der Wand gehabt. Da. Oh Gott, ich bin so ein Spielkind. In SSO würde ich es generell cool finden, wenn es mehr unterschiedliche Ausrüstung geben würde. Also von daher, klar, warum nicht? Luni2403 schreibt, wie alt ist Cash? Cash ist jetzt 16. Pferde altern ja immer am 1. des Jahres. Es sei denn, sie sind, ich glaube, ab November geboren. Dann altern sie noch nicht direkt zum Jahreswechsel. Ansonsten ist ja so die Alterung in Anführungsstrichen immer zum 1. des Jahres. Also 16 Jahre alt ist er. Dann fragt Kathi nochmal deine Meinung zu Westernreiten. Ich habe es noch nie ausprobiert. Es ist auch nichts, was mich reizen würde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir der Stil nicht wirklich gefällt. Aber ich habe auch nichts dagegen. Es gibt da natürlich genauso schwarze Schafe wie in jedem anderen Sport auch. Von daher habe ich weder Pro noch Contra besonders. Ich sehe das eigentlich recht neutral wie andere Sportarten. Ich glaube aber so vom Aussehen, dass das nichts für mich wäre. Dann schreibt Luni2403 nochmal, magst du lieber Haltekina oder Friesen? Friesen gefallen mir dann, wenn sie keine mega lange Mähne haben. Ich bin überhaupt kein Fan von diesen Appassionata, Hauptsache alles hat Lockenpferden. Da kriege ich zu viel, das kann ich überhaupt nicht leiden. Pferde mit mega langem Schweif, mega lange Mähne und dann noch gelockt, das ist so überhaupt gar nicht meins. Friesen an sich, wenn sie aber sportlicher sind, so vom
Körperbau hier nicht ganz so schwer, ein bisschen sportlichere Mähne, dann finde ich die sehr, sehr schick. Achatikina finde ich einfach von den Farben her mega, weil die so extrem schimmern. Natürlich sind die unheimlich mager, einfach aufgrund der Bedingungen, sie kommen ja aus Turkmenistan, da gibt es nicht viel zu fressen. Ein mageres Pferd braucht auch nicht so viel, weil es einfach einen geringeren Kalorienbedarf hat. Und daher ist es optimal an die Umgebung angepasst. Hat auch was, ja. Manche, ich mag auch lieber gut bemuskelte Pferde, die ein bisschen, was heißt, kräftiger sind, also wirklich sportlich Muskeln haben. Aber ich finde die Farben unheimlich gut. Also lieber Achatikina oder Friesen, schwerer Vergleich, weil jede Rasse eigentlich was für sich hat. Und außerdem fragt sie noch Tinker Remake oder Fjordi Remake. Definitiv Tinker Remake. Ein Fjordi Remake möchte ich, glaube ich, gar nicht so wirklich. Dann schreibt SXRXH, also Sarah Knulli. Bist du schon mal auf einem Pferd geritten, auf dem du Angst hattest? Tatsächlich eigentlich noch nie wirklich. Respekt, ja, aber nie wirklich Angst. Ich weiß noch, da war ich noch ein ganz, ganz kleines, zierliches Persönchen. Ich habe bestimmt auch noch Bilder, dann kann ich mal eins davon einblenden. Ich bin mal einen Westfalen geritten. War das ein Westfale? Oder was war das? Nee, das war gar kein Westfale. Das war... es war ein Oldenburger. Es war ein Oldenburger Wallach, der hieß Sharif. Der war extrem kräftig vom Körperbau und ich halbe Person da drauf, ich halbes Hemd. Der war mega faul bei der Dressur, aber der hat einen Sprung gezogen. Der zog an wie ein Irrer und dann war er aber ein Arschlochpferd und hat davor die Bremse gezogen, auch wenn es gepasst hat. Und ich hatte trotzdem, auch wenn ich von ihm ein paar Mal mehr runtergefallen bin, hatte ich jetzt trotzdem keine Angst, weil ich eigentlich immer recht unerschrocken war, aber ich hatte schon Respekt vor ihm, weil er halt wirklich, ja, er war eine etwas schwierige Persönlichkeit, sagen wir so. Aber er war süß, aber er war beim Springen wirklich heftig. Amiu macht mir gerade richtig Hunger, denn sie fragt, Schoki oder Haribo? Da bin ich eher für Schokolade zu haben. Haribo ab und an, aber doch eher Schoki. Außerdem die Frage, Stute oder Hengstreiterlich? Sie reitet lieber Stuten. Ich kenne jetzt nur einen Hengst. Ich bin bislang nur Cash geritten und der ist nicht so wirklich hengstig. Hengste machen, finde ich, vom Erscheinungsbild oft mehr her als Stuten. Stuten sind oft zickiger, habe ich so die Erfahrung gemacht. Hengsten sagt man ja oft nach, dass sie sehr, sehr sich sehr stark machen, sehr schwierig sind. Ja, reiterlich ist sowieso jedes Pferd anders, egal ob geschlechtsabhängig oder geschlechtsunabhängig. Ich glaube, am umgänglichsten sind dann doch noch Wallache. Stuten oder Hengste sind auf ihre Weise beide sehr speziell, oft, würde ich mal so sagen. Und dann hat sie noch gefragt, vermisst du Quitte und Romero? Romero tatsächlich gar nicht so sehr, weil ich mit der Zeit an Romero nur noch Stress verbinde. Quitte fehlt mir oft wirklich sehr, sehr stark, weil ich mich innerhalb kurzer Zeit extrem an sie gehängt habe.